Hey, ja, hier ist der Schnuppe. Willkommen zurück zu Burnout 2, Point of Impact, zur Fortsetzung, die ihr spielt, und zur nächsten Meisterschaft. Beim letzten Mal haben wir die ersten Questkreuzungen gespielt, die ersten beiden. Die erste ging ganz gut, die zweite nicht so gut, da mussten wir ein paar Versuche unternehmen. Aber am Ende haben wir bei beiden die Goldmedaille geholt. Daher können wir weitermachen mit der nächsten Meisterschaft. Und zwar spielen wir jetzt das Face of One auf Interstate Loop. Ein Rennen nur. Gewinnen dieses Rennen, um ein geheimes Auto freizuschalten. Ja, genauso wie beim Face Off im ersten Teil kann man hier gegen eine KI fahren und dann deren Auto gewinnen. Ja, hatten wir ja interessante Gegner im ersten Spiel, beim ersten Burnout, wie zum Beispiel ein Bus. Der tödliche Killerbus, der alle umbringt. Ja, und inklusive uns selbst. Aber am Ende haben wir die Aura freigeschaltet und machen das natürlich auch hier. Und daher würde ich sagen, wir legen direkt los. Und ja, fahren diesmal mit dem Coupé. Und zwar in welcher Farbe denn? In weiß, ja, in weiß gefällt mir. Wir nehmen Coupé in weiß und ich würde sagen, endlich, es geht los. Es geht endlich los. Willkommen in Interstate Loop. Genau, 88 war beim letzten Mal, ne? Genau, was ist denn für ein Wagen? Was ist das für eine Kiste? Ein Hot Rod. Ah, ein Hot Rod. Na dann. Was zur Hölle? Der ist gerade weggeflogen. Hallo? Nicht mit mir. Nee, so geht das nicht. Ja, ich komme ja schon wieder näher ran. Also alles halb so wild. Ja. Ja, jetzt hänge ich eben hier dran. Oh. Naja, ich war direkt hinter ihm, aber immerhin bin ich nicht gecrashed. Zum Glück. Das ist das Gute. Aber ich brauche ein bisschen Boost. Ich glaube, Gegenfahrt war meine Idee. Zum Beispiel, aber naja, wir haben ja ein paar Runden Zeit. Drei Runden fahren wir die Strecke hier. Also, alles halb so wild. Naja, vielleicht auch. Das ist auch keine gute Idee. Die Verrückten. Ja. Ja, da war ich so zu nah ran. So. Ganz schön lange Checkpoints gibt es hier. So. Perfekte Runde. Da habe ich Glück gehabt, ey. Hätte auch nicht gehen können. Okay. Ich habe einen ordentlichen Vorsprung. Ich bin wieder weg. Drei Sekunden. Man sollte eigentlich driften, müsste ich eigentlich eher, aber das war eigentlich nix. Ja, ich müsste eigentlich eine Burnout-Kette eigentlich erstellen, aber für mehr Punkte. Auch wenn das eh egal ist, es geht ja eigentlich darum, die Rennen zu gewinnen. Was tatsächlich so Sinn macht, also man sollte das auch machen. Nein! Da hab ich Glück gehabt. Man sollte das auch machen, tatsächlich, weil man da noch alle Events freischalten kann und alle Autos und so weiter. Das geht nur, wenn man überall Gold macht. Das war mir auch entfallen, muss ich zugeben. Also man muss wirklich alle Rennen gewinnen eigentlich sogar. Also eh das Ziel gewesen, aber gibt es auch Gründe dafür, das so zu machen. Sonst kommt man zwar weiter im Spiel, aber man kann nicht alles freischalten. Ja, was ist das denn hier? Naja. Wir kommen ja so gut voran hier. Wir sind ja noch ohne Quest und ich bin bisher durchgekommen. Das ist auch ganz gut. Na.
Na dann. Oh, wie wahnsinnig muss man sein. Wie wahnsinnig muss man sein. Okay. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich eine Burnout-Kette. Ja, das lief eigentlich ganz gut, ne? Lief eigentlich ganz gut, muss man sagen. Jupp, neuen Rekord natürlich. Nein, die höchsten, die weitesten Sprünge. Den meisten, auf Gegenverkehr haben wir auch meistens gefahren. 8 Burnouts haben wir gesammelt, nur den Drift haben wir nicht genug. Aber ansonsten über die Bestzeit. Ja, also. War sehr gut, kein Crash verursacht. Super! Ja! Stufe gewonnen! Wir haben den Hot Rod! Den haben wir jetzt, den Hot Rod! Ja! Das war's schon, nur eine Strecke! Kurze Folge, kurzes Rennen! Gerade wenn man kein Problem hatten. Ja, das war ja bei Erstmeisterschaft natürlich halt anders. Aber so ist das, wir haben das erste Fahrzeug freigeschaltet. Und damit sind wir am Ende dieser Folge schon angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran in den kurzen Quickie hier. Denkt wie immer in die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.